Ja, wir begrüßen heute Herrn Professor Faltin von der FU Berlin, von der Projektwerkstatt und vom Labor für Entrepreneurship. Ja. Wir möchten gerne mit Ihnen über Ihre Arbeit sprechen. Sie haben vor gut 20 Jahren angefangen, sich mit Entrepreneurship an der FU zu beschäftigen. Wie sind Sie auf dieses Fachgebiet gekommen? Ich fand immer Ökonomie so ein spannendes Fach, und als ich dann in die Hochschule kam, merkte ich, das ist eigentlich Mathematik, so behobene Buchhaltung, Rechnungswesen, und ich dachte, das muss man doch viel spannender machen können. Ich fand immer, die Unternehmerfigur steht eigentlich im Mittelpunkt der Ökonomie. Das ist der Katalysator der Wirtschaft, und das kam mir nicht vor im Studium und auch so in der Lehre nicht, und ich dachte, das fehlt, das muss man machen. Und da habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, weil ich dachte, das muss man auch ganz praktisch zeigen. Das kann man nicht nur so lehrbuchhaft daherreden. Josef Schumpeter könnte man als den Vater des Entrepreneurship der Lehre bezeichnen. Er beschreibt Entrepreneure als Leute, die nicht nur ökonomische Ziele, sondern auch Freude am Gestalten haben. Schumpeter erkannte früh die Bedeutung der Innovation. Muss man als Entrepreneur etwas Neues erfinden? Nein, erfinden schon gar nicht. Also Schumpeter hat ja genau diese Unterscheidung gemacht zwischen Erfinder und Innovateur. Und eigentlich kann man auch vieles entweder neu zusammensetzen, was es schon gibt. Man kann auch Vorhandenes entdecken, wo andere das Potenzial nicht erkannt haben. Viele Erfindungen sind ja erst später oder von ganz anderen aufgegriffen worden, als die, die es erfunden haben. Also diese Funktion der Innovation ist eine ganz eigene. Und heute gibt es viele Gründungen im Internet, die haben einfach Dinge neu angewandt. Die haben nichts erfunden, aber sie haben neu komponiert. Ich vergleiche deswegen den Unternehmer auch gerne mit einem Komponisten. Er komponiert quasi sein Unternehmen. Wenn er Glück hat, kann er sogar aus vorhandenen Einzelteilen tun. Sie sind ja selbst zum Gründer geworden mit der Projektwerkstatt und sogar im Handel von Feinst und Darjeeling-Tee Weltmarktführer geworden. Wie wird man Gründer und was raten Sie Leuten, die sich mit einer Idee selbstständig machen wollen? Ich habe einen Rat, der heißt, an der Idee arbeiten, nochmal arbeiten und nochmal arbeiten. So lange, bis aus dieser ersten Idee, aus diesem Anfang, das ist ja oft ein Einfall, und der kann nett aussehen, der Anfall, aber man muss daraus ein tragfähiges Konzept machen. Es ist wie Bildhauerei, da ist ein Stein, man hat eine Idee, aber bis das dann ein Kunstwerk ist, ist ein langer Weg. Die meisten Gründer gründen zu rasch mit so einer Anfangsidee. Man braucht wirklich ein ausgearbeitetes, ausgefeiltes Konzept. Das ist meine Art, am Konzept arbeiten. Mit Ihrem Buch Kopf statt Kapital sind Sie auf unserer Webseite in diesem Jahr 2009 von Januar bis Dezember auf Platz 1 der Bestsellerliste gelandet. Gratulation. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Also Kopf statt Kapital macht ja mehr als nur erklären, sondern es gibt eigentlich eine Anleitung, wie man praktisch etwas tun kann, wie man praktisch ein Stück Welt, ein kleines Stück Welt verändern kann. Das machen Bücher sonst meistens nicht. Also es ist nah dran an dem, wie sich Gründer verhalten müssen. Daraus erkläre ich den Erfolg. Ich habe viele Rückmeldungen, wo Leute sagen, ich bin aufgesprungen zwischendurch oder ich muss in den Keller gehen und laut schreien. Gerade auch viele Selbstständige sagen, hätte ich das mal vor 5 oder 10 Jahren gelesen, da ist ja doch vieles drin, was diese Selbstverständlichkeiten, die immer wieder wiederholt werden, die aber nicht wirklich helfen. Dass man viel Kapital braucht, dass man viel BWL braucht. Natürlich braucht man ein bisschen Kapital, aber das eigentliche Kapital heute in einer postindustriellen Gesellschaft ist im Kopf. Das Konzept ausarbeiten, das ist das Wertvollste. Und die anderen Teile, die man auch braucht, BWL, Management, das ganze Rechnungswesen und solche Sachen, das holt man sich besser von Leuten, die das gelernt haben. Dann hat man den Kopf frei für die eigentliche Aufgabe des Entrepreneurs, nämlich den Horizont im Auge zu behalten und sich mit der Innovation zu beschäftigen. Ich sehe Ihr Werk, Ihre Arbeit auch in der Tradition von Ralph Waldo Emerson, dem amerikanischen Philosophen, der meines Erachtens neben Schumpeter vielleicht wichtigsten Denker in Bezug auf Entrepreneurship. Er hat in seinem Essay Self-Reliance schon fast vor über 150 Jahren geschrieben, über die Fähigkeit, sich auf sich selbst zu verlassen, geschrieben. Brauchen wir im 21. Jahrhundert, wo das berufliche Leben immer überraschender wird,
wieder mehr von dieser Fähigkeit? Unbedingt. Ich finde, das ist ein guter Ansatz zu sagen, was haben so philosophische Denker an der Stelle eigentlich beigetragen. Natürlich müssen wir unser Leben selber unternehmen, sonst unternehmen es andere. Und gerade wenn man in diesem Bereich des Unternehmerischen tätig sein will, muss man Eigenes tun. Da muss man eigene Konzepte machen. Da muss man Vorhandenes neu in einer eigenen Weise zusammensetzen. Die Idee, das Konzept muss ja zum Gründer passen. Er muss ja doch eine Menge Energie aufbringen. Er muss nicht 14 Stunden am Tag arbeiten, aber er muss sich mit dem Thema beschäftigen. Eigentlich Tag und Nacht, nicht im Sinne von Arbeit. Das kann auch als Hobby sein oder als Leidenschaft. Das ist nicht unbedingt Arbeit. Es macht viel Spaß. Es ist wie Abenteuerurlaub, sage ich immer. Aber er muss sich schon damit beschäftigen. Und diese Energie bringt er nur auf, wenn das Konzept zu seiner Person auch stimmig ist. Und deswegen muss er sozusagen, also Self-Reliance, deswegen muss er ein Stück weit auf sich selber aufbauen. Ich habe vor 2 Wochen einen Vortrag von der 98-jährigen Doris Drucker gehört, die mit 80 Jahren ein Unternehmen gegründet und zum Erfolg geführt hat. Ist die Neotonie, um hier das Wort zu benennen, die Möglichkeit von uns Menschen lebenslang zu lernen, eine Triebkraft, die man als Corporate Man in der klassischen Organisation zu verlieren droht? Also was ich sagen kann, ist, dass dieses Thema Entrepreneurship, wenn man selber gründet oder wenn man Gründer begleitet, sehr lebendig hält. Das ist eine Herausforderung, man ist ständig mit neuen Situationen konfrontiert. Und man lernt dabei und hält sich wach, gerade für ältere Menschen eigentlich ein Elixier. Ich erinnere an Warren Buffett, der hat gesagt, Retirement Age is 100. Und jetzt hat er jemanden, eine Frau, die leitet, ich glaube, es heißt die Oklahoma Furniture Chain, die ist 98 und jetzt sagt er, I have to give up on the idea of retirement age. Also ich glaube wirklich, dass wir Menschen etwas Gutes tun, nicht wenn wir sie in Stress bringen, aber wenn wir sie in eine Situation bringen, wo ihr eigenes Konzept, das mit ihnen stimmig ist und das sie gut beherrschen, wenn man das als ein Stück weit hineinträgt ins hohe Alter, ich glaube, das hält einen gesund und lebendig. Herr Faltin, vielen Dank für das Gespräch.